Und jetzt habe ich mal eine Frage an Sie zu diesem Thema. Sind Sie der Meinung, dass wir Nord Stream 1 und Nord Stream 2 für immer aufgeben müssen? Oder irgendwann mal wird ja dieser Krieg auch beendet sein. Wollen Sie dann wieder als CSU-Fraktion oder werden Sie sich persönlich dafür einsetzen, dass wir dann wieder Gas aus Russland kaufen? Das würde mich mal interessieren. Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, Herr Manne. Sie hat aber mit dem Antrag nichts zu tun, zumal im Antrag nichts drinsteht von Nord Stream 1 und Nord Stream 2, sondern hier steht drin, dass potenzielle und geplante Embargos also aus Ihrer Sicht abzulehnen sind. Und diesen Antrag lehnen wir ab. Vielen Dank.